Willkommen zurück zu Let's Play Women 3 und wir befinden uns hier in der zweiten Welt, nachdem wir die erste Welt im ersten Part schon mit Bravour gemeistert haben. Auch wenn ich nicht in jedem Level 100% gekriegt habe, aber das lag an den Punkten, aber das ist egal. Ja, und wir müssen hier in dieser Welt den Walddoktor erreichen, wie Audrey gerade in Globox Bauch gesagt hat. Aber wenn ihr nicht wisst, wie ihr da hingekommen ist, dann würde ich euch empfehlen, erstmal den ersten Part anzuschauen. Würde ich euch wieso empfehlen, alles immer schön der Reihe nachzuschauen. Okay. Hier müssen wir uns durchhangeln. Und dann finden wir auch schon gleich den ersten Kleinlinge-Käfig. Davon müssen wir auch so viel wie möglich zerstören, damit unsere Lebensanzeige erweitert wird. Die Hoodlums haben alle Kleinlinge eingesperrt. Das ist aber nicht nett. Das ist in der Tat so. So. Und wir haben unseren ersten Käfig zerstört. Danke, Gottennase. Guck mal, was ich den Hoodlums weggenommen habe. Ich muss noch den Grill anzünden. Raven, ja. Das ist nicht der Augenblick, sich zu verkleiden. Ich brauche eine Kontur. Ja, und ihr habt ja auch gerade diesen Kreis da gesehen, wo ein blaues Symbol aufgetaucht ist. Ist dieser Kreis voll gefüllt, dann wird unsere Lebensanzeige ein wenig erweitert. Und jetzt wäre eh ratsam, wenn wir wirklich alle Kleinlinge-Käfige im gesamten Spiel zerstört. Einige von denen sind echt richtig lahm versteckt, kann ich euch sagen. Da muss man sich schon echt ins Zeug legen. Oh, und was ist das für eine Tür? Hier kommen wir leider noch nicht rein. Brauchen wir eine Fähigkeit dazu, die wir jetzt gleich freischalten. Aber schauen wir doch erstmal, was hier so los ist. Oh, auch da so eine Tür. Sind wir jetzt gefangen? Oh, oh, ein Hinterhalt. Was denn mit dir los? Okay, dann zerstöre mir die Gegner jetzt. Oh, ich muss noch mich noch an das Zielen gewöhnen. Das ist hier ein bisschen anders, finde ich. Mit voller Karacho können wir die auch one-hitten, die ganzen Hoodlums hier. Jawoll. Schön. Und wir haben unsere neue Fähigkeit. Hilfe. Nämlich die Heavy Metal Faust. Raymond, mach mich nicht lächerlich mit deiner Verkleidung. Man erkennt dich auf 100 Kilometer. Diese verstärkt unsere Angriffe kurzzeitig und erlaubt es uns auch, diese ganzen Türen zu zerstören, wie die, die wir gerade gesehen haben. Und auch mit dieser Fähigkeit kann man wieder seine Punktzahl verdoppeln, wenn man es geschickt anstellt. Okay. Ich muss los. Die Natur ruft. Ja, dann viel Spaß. Ich hoffe mal, dass du nicht in den Busch machst, du Kleinling. Buschpinkler sind nämlich... Ach, okay, ich geb's zu, ich mach auch mal in den Busch, aber auch nur, weil, wenn's ganz dringend ist und keine Toilette in der Nähe ist. Aber warum erzähle ich euch das überhaupt? Bin ja schon dabei. Aber was soll ich machen, wenn der Idiot so... Lol. Kann ich mich da nicht hinstellen? Ich war mir sicher, dass das geht. Okay. Ja. Das Spiel läuft natürlich auf 60 FPS, aber es gibt welche, die behaupten, dass das Spiel auf Konsole angeblich nur 30 FPS läuft. Obwohl das Spiel läuft ja eigentlich 50 FPS, weil wir ja die PAL-Version spielen. Die NTSC-Version ist ja amerikanisch und wäre ja nur auf Englisch. Aber zwischen 50 und 60 FPS sieht man ja keinen sonderlich großen Unterschied. Okay. Schnell kombinieren, solange die Punktzahl hier noch zählt. Schön. Heißt, ja, hier gibt's noch ein bisschen Edelsteine zu holen. Man sollte sich genauestens umschauen. Und die Grafik sah für damalige Verhältnisse ziemlich gut aus. Auch wenn hier manche Leuchteffekte von der PlayStation fehlen. Ich hasse Pflaumen übrigens. Du schwimmst doch gar nicht. Du schwimmst doch nur einen Wasserfall hoch. Keine Ahnung, wie du das machst. Ja. Und durch den Pflaumensaft wird Globox nämlich ziemlich hippelig, denn der ist nämlich allergisch gegen Pflaumensaft, wie wir schon von Murphy im letzten Part erfahren haben. Deswegen passieren immer gerne mal die verrücktesten Dinge, wenn der Pflaumensaft zu sich nimmt. Ich weiß, in der PlayStation 2-Version gab es auch so eine Fotofunktion. Ich kann ja mal schauen, ob die hier funktioniert.
Und durch die Fotofunktion kann man nämlich unter anderem auch ein bisschen was über die Gegner erfahren. Ich glaube, das machen wir auch. Damit ihr unsere Gegner mal ein bisschen kennenlernt. Aber ich hoffe mal, dass es in der GameCube-Version auch funktioniert. Okay. Glaubert, entweder gibst du mir zu trinken oder ich sauge deinen Darm auf wie eine Nudel. Das geht allerdings nur, wenn wir gerade auf jemanden zielen. Ist es noch weit zum Doktor? Ja, so ein Feigling, der haut einfach mit dem Ballon ab. Ich glaube, diese Edelsteine sammle ich noch nicht ein. Achtung, funktioniert das hier? Irgendwie scheint das nicht zu funktionieren. Oder? Schade. Scheint nicht zu funktionieren. Aber ich weiß, in der PlayStation-Version ging das, oder? Ich drücke einfach nur den falschen Knopf und bin zu blöd dafür. Okay. Komm schon! Jawoll! Ich liebe es, Punkte zu sammeln. Wo ist denn der? Ach, da. Und natürlich zielen. Und das ist wesentlich einfacher, als wenn man nur so wie ein Irrer rumläuft. Och Mann, und das hätte ich mir besser aufheben sollen für den Punkte-Kombo. Och komm. Och, Rayman, hör auf rumzuwirken. Das ist ja ekelhaft. Hat da gerade wer auf mich geschossen? Ohne, dass ich es gesehen habe? Komisch. Oh, der Vogel ist wach. Das kann man ja selber schon auslösen, wenn man gegen ihn schießt. Okay. Ah, der ist einfach so schön, der Soundtrack. Aber der Soundtrack ist nicht immer so schön. Es gibt auch Soundtracks, die schon halber Techno oder Rock hier sind. Lasst euch davon nicht täuschen. Hier war ja noch irgendwo so ein komischer Heini. Okay. Komm schon. Schön. So macht man Punkte heute. Den da oben bekomme ich von hier unten leider nicht. Wir müssen da jetzt sowieso rauf. Komm schon. Ey. Was war das eben? Wieso hast du das nicht getroffen, Rayman? Okay. Ich weiß, ich habe dort einen Edelstein vergessen, aber die hole ich mir gleich noch. Obwohl... wir bekommen ja eh gleich eine andere Fähigkeit. Da unten befindet sich ja noch so eine... Ach Mist. Und nochmal. Ich will ja so viele Punkte wie möglich sammeln. Das wirkt sich nämlich gut auf unseren Fortschritt aus. Und die Dinge, die wir freischalten dadurch. Komm schon, Rayman. Zeig's diesen Heinis. Gut, wir haben es gerade noch so geschafft. Und jetzt gehen wir da nochmal runter. Denn hier unten gibt es nämlich noch eine kleine Sache zu holen. Und es gibt hier noch einen Käfig. Den machen wir dann auf den Weg. Okay. Schön. Macht immer Spaß, Punkte zu sammeln. Ich glaube, hier gibt es nichts mehr zu holen hier unten. Na gut, da ist ja noch der Käfig in... dieser Tür hier drin. Aber da komme ich nur mit der Heavy-Metal-Faust hin. Ganz ruhig, du Vogel. Du kannst ruhig wieder schlafen. Also hör auf, so rumzugackern. Und... heppa! Hä? Das war komisch. Jetzt hole ich mir nochmal... diese Fähigkeit hier unten, damit ich diesen grünen Edelstein einsammeln kann. Diese sind 1500 Punkte wert. Und mit dieser Superkraft sind sie ganze 3000 Punkte wert. Okay. Dann können wir jetzt mit diesem Level fortfahren. Es gibt echt so viele Geheimnisse. Da muss man sich einfach umschauen. Das ist ja das, was mich so fasziniert an diesem Spiel. Oh, Globox schon wieder. Jetzt passt mal auf. Mayday, Mayday! Unbekanntes Flugobjekt aus einer fernen Galaxie! Identifizieren Sie sich! Ich wiederhole, identifizieren Sie sich! Du willst als unbekanntes Flugobjekt sein? Raymond, was machst du da unten? Kannst du nicht
Raymond kann zwar fliegen, allerdings nicht nach oben. Okay. Da muss ich aufpassen, da unten ist wieder so ein Wicht, bei dem er sich anschleichen muss, um Punkte zu bekommen. Da muss ich allerdings ein bisschen langsam machen. Ich hoffe, das klappt jetzt auch. Okay. Schön. Dann nach oben, bitte. Da war so ein Pfeil, der hat gezeigt, dass wir da offenbar rüber sollen. Also da, dann fliegen wir doch einfach mal rüber. Okay. Hier bekommen wir eine neue Fähigkeit übrigens. Nämlich so eine Faust, mit der wir uns an solche Schwingteile hängen können. Ich nehme sie einfach mal so. Ich muss noch meinen Joghurt aufessen. Oder den Gegnern einen Elektroschock geben können. Auch nicht schlecht. Gott sei Dank ist das nicht 3D. Sonst hätte ich jetzt bestimmt Angst bekommen. Ja, an diese Teile kann man sich da dranhängen. Und diese Fähigkeit hält auch am längsten an. Das ist ja das Besondere. Deswegen sollte man schauen, dass man möglichst diese blauen Dosen da nimmt, da sie am längsten halten. Und so einfacher ist, die ganze mal 2 Punkte zu holen. Okay. Das Schwingen macht echt Spaß. Oh, hier sollte ich aufpassen. Oh Mist, jetzt habe ich schon versaut. Habt ihr gesehen? Jetzt habe ich schon soeben die Punkte versaut. Okay. Dann mal weiter. Obwohl, da unten gibt es ja noch was zu holen. Das sollte ich natürlich auch noch schnell machen. Da unten kann man übrigens nicht rein, auch wenn es so aussieht. Ich glaube, hier ist noch irgendwas hier unten. In diesem Spiel gibt es übrigens so gut wie keine Abgründe. Der einzige Abgrund ist nur beim Endboss-Fight, aber nicht spoilern. Wir wollen uns überraschen lassen. Na gut, ich kenne ja das Spiel, aber vielleicht kennt ihr es ja nicht oder habt es noch nie gespielt. Aber dieses Spiel muss man einfach mal gespielt haben, wenn man Rayman-Fan ist oder einfach Chuck'n'Runs liebt mit abgefahrenen Humor. Der schon ziemlich grenzwertig ist. Aber die verstehen die kleineren Spieler sowieso nicht. Du kannst halt gegen einen Stromschlag versetzen, den du ununterbrochen B so schnell wie möglich gedrückt hältst. Ich mach's nicht. Schön für dich. Okay. Oh, ich fühle mich so cool. Ich fühle mich wahnsinnig cool. Du bist nicht cool. Egal. Ach, diese Fähigkeit hätte ich jetzt nochmal neu holen können, aber egal. Komm schon. Schön. Komm schon. Irgendwie habe ich den jetzt nicht tot bekommen. Das da oben kannst du mir ruhig mal geben. Oh, noch ein Käfig, dann wird unsere Lebensanzeige erweitert. Vollzacken. Das macht überhaupt keinen Spaß. Irgendjemand hat da oben gerade geschossen. Ich war mir sicher, dass ich... Oh, ich wollte... Ey, ich habe den nicht angegriffen. Ja, die Gegner können sich tatsächlich gegenseitig angreifen. Das ist doof, falls es mich dann weniger Punkte gibt, wenn man sie dann so besiegt. Seht ihr? Der hier gibt nämlich jetzt mehr Punkte, weil ich den gewonnen hätte habe. Okay. Dann muss ich mir die Dose nochmal holen. Wir brauchen nämlich Punkte. So viel wie möglich. Aber Raymond sollte einfach mal ein bisschen schneller laufen, anstatt dass er so langsam rumhüpft. Okay. Okay. Ich brauche die Fähigkeit sowieso nochmal. Dann gehe ich nochmal da hinten. Und da gibt es nämlich noch eine kleine Sache zu holen. Aber das ist wirklich nur eine Kleinigkeit, die es da gibt. Ach, halt die Klappe, Audrey. Und der Globox applaudiert ihm sogar. Schön. Dann haben wir schon gleich diesen Level geschafft. Okay.
Niemand will vergorenen Pflaumensaft nehmen. Was für ein Spiel, Rayman-Fans kennen diese Pflaume aber. Rayman hat keine bessere Idee, als die Pflaume einfach aufzuspießen. Wenn du viel durchatmest, bist du tot? Okay. Okay, aber wir haben trotzdem die 100% erreicht. Das ist das Wichtigste. Und wir haben einen neuen Bonus-Level freigeschaltet. Yay! So. Als nächstes kommt der Level. Der ist ganz chillig. Oh, ich drücke immer den falschen Knopf, denn ich weiß genau, dass man in der PlayStation-Version auch mit L zielen konnte. Aber vielleicht drücke ich auch einfach den falschen Knopf. Neue Fähigkeit. Jetzt ist aber Schluss mit den Verkleidungen. Wir müssen dringend zum Arzt. Ist mir doch egal. Ich muss das leider machen, Globox. Also halt die Klappe einfach. Das war's. Hat es dir Spaß gemacht? Können wir jetzt gehen? Nö, ich muss das gleich nochmal machen. Deung! Oh ja, klasse! Du bist der Beste! Können wir jetzt gehen? Nein, wir können immer noch nicht gehen. Oh komm. Wie witzig. Jawohl. Das war keine Sekunde zu früh. Wir müssen das jetzt aber gleich nochmal machen. Obwohl, ich glaube, ich kümmere mich zuerst um diesen Gegner hier. Der ist nämlich nervig. Sieht mal, wie feige der davonläuft. Okay, jetzt nochmal. Jetzt kann ich hier... Ja, das machen wir gleich. Hier habe ich jetzt wieder die rote Dose. Eine meiner Lieblingsfähigkeiten. Und ein bisschen Punkte machen. Yeah! Fass deinen Kumpel nicht an. Sorry, war keine Absicht. Soll ich mich mal einmal nach vorne beugen? Nach vorne beugen? Seien die Friedfertigen. Wow. Was? Egal. Ja, hier gibt es noch ein kleines Secret hier. Da befindet sich so ein Schalter, in dem wir nochmal ein paar... Diamanten freilegen. Das war blöd von mir. Okay. Sehr schön. Dann gehen wir mal weiter. Jetzt kommt gleich eine legendäre Stelle in diesem Spiel. Hier lernen wir gleich einen neuen Gegner kennen. Nämlich... diesen Heidi hier. Was ist eigentlich mit dem einen Auge los? Ich könnte die Fähigkeit hier gebrauchen. Sieht irgendwie aus, als ob ich ein Feigling wäre und einfach hier abhaue. Das tue ich aber nicht. Egal. Komm mal her. Du auch. Ja, jetzt komme ich hier leider nicht mehr rein. Mist. Da muss ich nochmal zurücklaufen. Und den Typen kill ich gleich noch nebenher. Dann komm mal her. Schön. Einfach mal den Schlag aufladen. Dann sollte das auch klappen. Schön. So viele Punkte. Ich liebe es. Und das wieder so ein Ding. Oh komm! Wieso ist denn der so schnell gelaufen? Ich habe doch den Joystick nur ganz leicht gedrückt. Okay. Und hier ist wieder irgend so ein blauer Käfer. Und den suche ich gleich. Wir müssen erstmal Globox reinlassen. Tolle Technik. Da kann man nicht meckern. Aber wozu ist das gut? Damit du da reinkommst. Ich hole mir die Fähigkeit nochmal. Wer weiß, wann man sie gut gebrauchen kann. Ach, da drin ist er, glaube ich. Oh, oh. Komm her. Und du auch. Oh. Und noch so einer. Aber den bekomme ich nur mit der Rakete. Was lachst denn du so? Hallo? Alles okay mit dir? Das hört sich aber nicht gut an. Okay. Sehr schön.
Och, beruhigen Sie sich da oben. Jetzt bekommst du was zum Kauen. So ist es gut. Ach, Globox. Wenn du dagegen allergisch bist, dann trink's auch nicht. Oh, da hat eine Blase ausgekotzt. Mit der können wir da Hauf gelangen. Okay. Hole ich mir noch die blaue Fähigkeit. Damit ich mir den ganzen Quatsch da oben holen kann. Und hier gibt's einen etwas mies... Was war das denn bitte? Hier gibt's noch einen mies versteckten Käfig. Der ist mir eine Zeit lang echt nicht aufgefallen, weil er sich echt so mies um die Ecke rum... Schon wieder so einer. Jetzt mach's bitte richtig, okay? Okay, hat funktioniert. Sollte man zwar mit der Rakete machen, aber wenn man gut ist, kann man das auch so machen. Und wir bekommen weitere Leben. Sehr schön. Habt ihr gesehen, ich habe etwas mehr Leben bekommen. Ich muss noch im Handschuhfach nachschauen. Wir müssen das schon nicht im Handschuhfach nachschauen. Oh, wäre ich so schlau gewesen, dann hätte ich die Edelsteine erst eingesammelt, wenn ich den Käfig da zerstört hätte. Dann hätte ich etwas mehr Punkte gemacht. Aber egal. Hi. Oh, das war nicht schlau. Nicht, dass du mir noch alles vollkotzt. Dann darfst du es wieder sauber machen. Dads. Komm her. So will ich das sehen. Oh, wieso hast du eigentlich gerade daneben geschossen? Oh, komm. Wayman, hol ihn dir. Schön. Was erleichtert, du Box? Ich habe keine Laserreiniger und ich höre hier noch irgendwo so ein Winzling rumschreien. Nur wo ist denn der? Oh, wäre geschickter gewesen, wenn ich das mit dem Laserreiniger gemacht hätte. Komm her. Schön. So ist es gut. Da ist der Heini. Komm schon. Ja. Und jetzt sollte ich den Schalter da oben drücken, damit dieses Ding hier sich öffnet. Okay. Dann mal los. Okay. Und offen. So viele Käfige. Das ist ja der Wahnsinn, ja. Handschuhfach nachschauen. Schon wieder? Das hast du vorhin schon gesagt. Und wir haben unseren Heavy-Metal-Anzug wieder. Yeah. Der ist so cool, auch wenn er so kurz anhält. Sonst wäre das so einfach. Und schon wieder ein Käfig. Hier gibt es aber ganz schön viele Käfige. Okay. Stimmt, ich sollte meine... Lol. Ach ja, stimmt. Das ist ja so ein Glitch, der ideal für Speedrunning ist, weil man nämlich den Schalter drückt, ohne dass man da oben auf der Plattform landet. Dann spawnt man sich da zu dem Hebel da vorne und dann kann man ein bisschen Zeit gewinnen. Das ist gut, wenn man auch Punkte macht. Okay. Dieser Level wäre schon mal abgeschlossen. Und ich würde sagen, wir machen noch den nächsten Level. Zum guten Abschluss, denn dort erwartet uns jemand Böses. Ein epischer Kampf. Da unten, Raymond, da ist die Praxis des Heilers. Wir haben es geschafft. Yippie! Lass mich mal lachen, du Schwabbel. Da vorne ist der Doktor. Ist dann unser Abenteuer etwa beendet? Yay! Okay. Ich muss los. Die Klospülung betätigen. Was? Du musst los, die Klospülung betätigen? Das
Bis besser würde ich sagen, ich muss los. Kurz mal runterspülen. Das kommt aufs Gleiche raus. Oh oh. Und das ist dieser Heini hier. Oh je. Ganz früher, als ich das Spiel zum ersten Mal gespielt habe, habe ich gedacht, das wäre der Endboss des Spiels. Aber weit gefehlt. Das Spiel ist sehr lang. Und wir sind ja noch nicht mal... nicht mal bei der Hälfte des Spiels, nicht mal das Viertel. Ich glaube, wir sind erstmal so ungefähr bei 10% des Spiels. Oh, das war nicht schlau, dann... wenn ich das nämlich zu früh mache, jetzt muss ich ihn abschießen. Das ist gar nicht so einfach. Aber ich habe ihn noch gekriegt. Okay, das hat ihm Aua gemacht. Och Mist. Hey, runter von mir. So was macht man nicht. Auf kleinen Leuten rumstampfen. Können Sie mal herkommen? Komm her. Oh nein! Och nö. Jetzt seht ihr, was passiert, wenn ich zu langsam bin. Dann dampft ja diesen Laserreiniger da wieder weg. Komm schon, Rayman. Mach das nicht nochmal. Ich verstehe mal, Skandal. Wer macht da eigentlich diese Geräusche? Komm schon. Ich glaube, das ist der Gegner, der diese komische Geräusche macht. Immer dieses Skandal. Yeah. Komm schon. Das sollte noch schaffbar sein. Können Sie mal herkommen? Gut, und jetzt mach ihn fertig. Komm schon. Fail. Bitte, bitte, bitte. Oh, ich habe ihn noch gekriegt. Yeah. Das war verdammt knapp. Oh, jetzt dürfen wir selber mal dieses Ding steuern. Das wird ein Spaß. Das wird ein Spaß. Jetzt dürfen wir die ganze Wichte hier platt machen. Und hier kann man richtig viel Punkte machen. Herzlich willkommen im Eintraumfallstadion. Okay. Oh, und das ist jetzt natürlich nicht so schlau gewesen. Also bei der PlayStation-Version ging das irgendwie ein bisschen langsamer. Deswegen bin ich jetzt erstaunt, dass das so schnell geht. Komm her. Oh, Mist. Ich habe schon die Punkte versaut. Und ich habe gleich zwei gleichzeitig erwischt. Okay. Nett, dass du ihn abgeschossen hast, aber das bringt leider nichts, du Hoodlum. Wer labert da eigentlich? Also Rayman ist das nicht. Rayman hat keine Frauenstimme. Okay. Oh, wir sind ein Serial-Shooter. Weil wir so viele Kombos machen. Nette Geste. So. Und du auch. Da hast du recht. Ich bin eine echte Dampfwalze heute. Ach Mann, wenn man gut ist, kann man, selbst wenn die nächste Runde beginnt, immer noch den Kombo erweitern. Aber... ah, nein. Was soll das denn bitte? Ach, komm. Komm schon. Ist halt blöd, dieses Ding um die Kurve zu lenken, denn der macht immer so einen riesigen Bogen. Das denke ich auch. Komm schon. Mach ihn platt. Ja, ich glaube, beim Fußball hat ja vor kurzem wohl die deutsche Fußballmannschaft auch ein Organisationsproblem gehabt. Habt ihr mitgekriegt? Die haben ja so 1-2 gegen Österreich verloren, was noch nie passiert ist. Da weiß echt niemand, was los ist, aber wir sind hier beim Let's Play, nicht beim Fußball. Hast du das gesehen? Ich hatte fast keine Angst. Der trägt nicht mal Hosen, aber du hattest ja wohl Angst, Globox. Ich hab das gesehen. Ach, und das war's für heute. Und wir haben nicht die 100% erreicht. Aber wir haben einen neuen Bonuslevel freigeschaltet. Okay. Wir sind in der Arztpraxis. Werden wir hier Hilfe bekommen und wird Globox endlich seinen schwarzen Lumenbauch los? Das sehen wir im nächsten Part von Rayman 3. Liken und abonnieren nicht vergessen und das Teilen mit euren Freunden und das Glöckchen aktivieren. In diesem Sinne, ciao.